Ja, liebe Marie-Claire, liebe Julia, Michael, Lukas, Michael, Ilse Gärtner, Birgit, Matthias, Familienangehörige, liebe Mitstreiter, Weggefährten und Fans. Markus ist von uns gegangen und wir werden ihn nicht mehr in unserer Nähe haben. Nicht mehr seine Kommentare sehen und lesen können, nicht mehr seine angenehm ruhige Stimme hören. Wir sind hier, Markus Gärtner zu würdigen und seiner zu erinnern. Mein Dank gilt insbesondere Jochen Kopp, der es uns ermöglicht, diese Feier in den Räumlichkeiten des Kopp Verlages auszurichten. Vielen Dank, lieber Herr Kopp. Zur Erinnerung an Markus will ich beitragen. Wenn einige der Geschichten und Fakten, die ich hier vortrage, verkürzt sind, bitte ich um Nachsicht. Ich trage sie aus dem Gedächtnis vor und habe es vermieden, Rücksprache zu halten, zumindest intensiv Rücksprache zu halten. Und ich wollte ein kurzes Grußwort, eine kurze Rede verlesen. Sie ist dann doch etwas länger geworden, also haben Sie bitte, berücksichtigen Sie das. Es kommt einiges, denn das Leben von Markus ist lang und vielfältig und da gibt es einiges zu erzählen. Ich saß mit einem Freund in einem Restaurant in Estland, das war schon da gegen Mitternacht, wir haben ja da noch länger Tag als das Telefon, da hatte ich zwei Nachrichten von Markus auf dem Telefon und wir dachten, na, dann musst du doch mal zurück und dann war Marie-Claire dran und sagte, Markus ist tot. Ein Schlag in die Magengrube und es hat lange gedauert, bis ich das realisiert habe. Sie hat auch sofort, wir haben sofort aufgelegt, da gab es in dem Moment nichts mehr zu sagen. Ich muss es erst für euch, liebe Marie-Claire, Julia, Michael, Michael, Lukas, liebe Frau Gärtner, liebe Angehörige sein. Markus ist, so sagte mir Marie-Claire, beim Sport im Kreise von Menschen, die er mochte und die ihn mochten, mit einem Lächeln auf dem Gesicht gegangen. Das hätte schlimmer sein können, aber natürlich ist es viel zu früh und es ist schrecklich. Für die Hinterbliebenen reißt dein Tod, Markus, große Lücken. Es hätten noch viele Aufgaben auf dich gewartet. In deiner Familie, in deinem Beruf, den du liebtest, in der Gesellschaft. Und du hättest trotz allen Horrors der Jetztzeit sicher auch noch viele schöne Momente erleben können. Vorbei. Liebe Julia, lieber Michael, lieber Lukas, ihr habt euren Vater verloren, eine Stütze und einen Leuchtturm. Michael und Lukas, ihr tretet gerade in das Erwachsenenleben ein. Ein Stück weit kann ich mich in euch hineinversetzen. Ich war ein paar Monate älter, als es Lukas jetzt ist, da passierte mir genau dasselbe. Mein Vater wurde ohne jegliche Anzeichen aus dem prallen Leben gerissen, mit derselben Todesursache wie Markus. Der Weg, der jetzt vor euch liegt, bin ich natürlich unter anderen Voraussetzungen gegangen. Wenn ihr Hilfe braucht, bin ich mit Rat und Tat für euch da. Liebe Marie-Claire, der Tod des langjährigen Herzensmenschen und Ehepartners ist ein Schock, ein Verlust, der schwer für manche gar nicht zu verkraften ist. Ich bin zuversichtlich, dass dir die 10 Jahre Depression, mit der meine Mutter zu kämpfen hatte, erspart bleiben werden. Dazu gibt es so viele Menschen um dich herum, die dich lieben, Menschen, die du liebst und dazu stehst du zu seinem Leben. Ich wünsche dir von Herzen viel Kraft. Du wirst gebraucht. Liebe Ilse Gärtner, niemand kann ermessen, wie es ist, wenn der Sohn vor der Mutter geht. Auch Ihnen wünsche ich viel Kraft. Liebe Marie-Claire und Kinder, ich weiß, dass Markus ökonomisch recht ordentlich vorgesorgt hat. Etwas können und wollen wir auch beitragen. Durch unseren Spendenaufruf sind Spenden aus der Leserschaft von 16.000 Euro zusammengekommen. Ich glaube, bei euch sind nochmal 3.000 angekommen. Und die Firma legt dann nochmal 10.000 drauf. Zu dir, Markus. In den letzten Jahren hast du, lieber Markus, als Ein-Mann-Kraftwerk unseren Politikkanal und unser Politikmagazin aufgebaut. Circa 1400 Videos und ungefähr 3 Dutzend Magazine sind unter deiner Leitung entstanden. Beziehungsweise hast du zu größten Teilen auch selber produziert.
So ist ein veritabler YouTube-Kanal mit über 180.000 Abonnenten und ein Magazin mit mehreren tausend Abonnenten entstanden. Wie viel du den Menschen bedeutet hast, magst du aus einigen Leserkommentaren ersehen. Molly schreibt, das ist bei YouTube, ich habe geweint, ja, denn solche aufrichtigen, ehrlichen und sympathischen Menschen findet man in dieser Gesellschaft nur noch selten. Mein aufrichtiges Beileid seiner Familie, seinen Freunden und seinem Team. Ein schwerer Verlust für den ehrlichen Journalismus in unserem Land. Monika Engelhardt, wir haben einen wertvollen, klugen und ehrlichen Journalisten und Menschen verloren. Er wird uns sehr fehlen. Gärtner, ruhen Sie in Frieden. Beileid an seine Frau und Kinder. Tristan Farbig, das sind zum Teil natürlich Nicknames auch, mein tiefstes Beileid, was für ein Stern des Journalismus und vor allem ein Mensch. Er wird fehlen. Christian Hess, mein herzliches Beileid und Mitgefühl an seine Frau und Familie und alle, die ihn gekannt und geschätzt haben. Was für ein furchtbarer Verlust. N.O.B., ruhen Sie in Frieden, Herr Gärtner. Ihre Beiträge waren ein wahrer Genuss in diesen verrückten Zeiten und gaben vielen Menschen Motivation und Hoffnung. Danke für alles. Su Si, ich bin zutiefst erschüttert und muss weinen. So ein authentischer, sympathischer Mann. Mein Beileid an seine Familie. Und so geht's weiter. Blue Line 67. Schon merkwürdig, wie man sich an angenehme Menschen gewöhnen kann, welche man nicht einmal persönlich kennt. Er wird mir fehlen. Und so geht es weiter. Allein auf YouTube erreichten uns über 7500 Kommentare. Nicht nur bei deinen Zuschauern, auch bei Kollegen und Interviewpartnern warst du hochgeachtet und viele erweisen dir hier heute auch die letzte Ehre. Thomas Berthold, Fußballweltmeister, ist aus der Schweiz angereist. Harald Weil, Mitglied des Bundestages. Ulrich Horstmann. Matthias Gartenmann aus der Schweiz. Viele, viele deiner Interviewpartner sind gekommen. Und wenn ich jemanden noch nicht gesehen habe, nicht erwähnt habe, dann bitte ich, das mir nachzusehen. Und auch bei deinen Kollegen warst du hochgeachtet. Gunnar Kaiser, den viele wahrscheinlich kennen, war einer der ersten, die öffentlich kondolierten. Der junge Videoblogger Niklas Lotz schreibt, mit Markus Gärtner ist ein Mensch von uns gegangen, der im Leben vieler eine große Lücke hinterlassen wird. Ich selber habe ihn als wunderbaren Menschen und großartigen Chefredakteur kennengelernt, der immer mit dem Herzen dabei war und von dem man so vieles lernen konnte. Seine Videos und die Zusammenarbeit mit ihm haben mich selbst auf meinem eigenen Weg geprägt und dafür werde ich immer dankbar sein. Es war mir eine Ehre, mit Markus Gärtner zusammenzuarbeiten zu dürfen. Der Verfassungsrechtler Ulrich Vosgerau. Ich habe oft mit Markus Gärtner zusammengearbeitet und verdanke seinen populären Interviews sehr viel. Ich habe ihn menschlich über alles geschätzt und gemocht. Ich habe mich auf jede Begegnung mit ihm gefreut. Ich hätte noch viele Jahre mit ihm zusammenarbeiten mögen. Nun ist er mitten im Leben auf dem Höhepunkt seiner Arbeit und Wirksamkeit so überraschend von uns gegangen. Wir werden uns also nie anders an ihn erinnern, als er bis zuletzt gewesen ist. Ein pragmatischer Aktivist und stets ein etwas ruheloser Tatmensch. Ich werde ihn niemals vergessen. Ludger Kusenberg ist hier, auch ein Kollege aus einem etwas anderen Sparte, der viel mit Markus auf dem Kanal gemacht hat. Dann der Schweizer Historiker Daniele Ganser. Ich habe Markus sehr geschätzt, weil er sich immer mutig für den Frieden engagiert hat. Er blickte hinter die Kulissen, der Macht war gerade in diesen Zeiten besonders wichtig. Was gerade in diesen Zeiten besonders wichtig ist. Markus war ein pazifistischer Revolutionär und damit für viele ein Vorbild. Boris Reitschuster. Gerade bekomme ich die Nachricht, dass Markus Gärtner gestorben ist. Ich bin fassungslos. Ich habe ihn ja persönlich kennen und schätzen gelernt. Umso mehr trifft mich sein Tod. Er reißt eine große Lücke, meine tief empfundene Anteilnahme. Und so geht es weiter. Du hast dir bei allen, mit denen du zusammengearbeitet hast, bleibenden Respekt erarbeitet. Kollegen, Interviewpartnern, Leser, Zuschauer. Du wirst nicht zu ersetzen sein. In den letzten Monaten sahst du, lieber Markus, etwas müde und erschöpft aus. Du warst blass. Ich habe dir jedes Mal, wenn ich dich sah, gesagt, dass du bitte kürzer treten mögest. Magazin und Kanal waren aufgebaut, da konnte man schon mal ein paar Videos weniger machen.
Du hast mir zugestimmt und manchmal auch etwas weniger gemacht, aber im Großen und Ganzen ging es mit unverminderter Energie weiter. Du konntest es nicht lassen. Beim letzten Mal, als wir uns sahen, sagtest du mir, dass du jetzt ein paar Mal schwimmen gewesen wärst und dass dir das sehr gut getan hätte. Ich habe dir das abgenommen, aber ich hätte noch genauer auf die schwachen Signale achten müssen. Ich kann nur vermuten, welcher Druck, welche Verantwortung auf dir gelastet hat. Nicht nur in Bezug auf Politik Spezial, deinem Baby, deinem vierten Kind, sondern auch in Bezug auf die Gesellschaft, die politischen Zustände insgesamt, wo du deine Verantwortung immer sehr ernst genommen hast. Ich hätte wachsamer sein müssen. Markus und ich kennen uns seit dem Frühjahr 1987, als wir beide in Washington lebten und studierten. Wir waren beide Stipendiaten der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ich verbrachte ein Studienjahr an der American University. Markus war Praktikant im amerikanischen Kongress, ausgerechnet bei dem berühmt-berüchtigten Abgeordneten Dick Cheney, der nachher Vizepräsident unter dem jüngeren George Bush werden sollte. Im Amt des Vizepräsidenten, der eigentlich in den USA als eine Warteposition gilt, war er so etwas wie der inoffizielle Premierminister und wurde maßgeblich und verantwortlich für den Irakkrieg und viele andere Entwicklungen nach 9/11. Markus verbrachte also einige Zeit in der Höhle des Löwen. Unser Kontakt war damals, 1987, nur kurz. Aber schon damals machte Markus Eindruck auf mich. Als dann das Internet aufkam, suchte ich nach seinem Namen und fand eine Kolumne mit einer Außensicht auf Deutschland, die aus Kanada schrieb. Aha, da war er also jetzt. Nachdem er 2014 nach Deutschland zurückgekehrt war, schrieb ich ihm eine kurze Mail, auf die er kurz antwortete. Später, als unser Kontakt wieder enger wurde, konnte ich dann von den vielen Stationen seines aufregenden Lebens erfahren. Als junger Journalist beim Bayerischen Rundfunk, wo ihn eine Führungskraft im Aufzug ansprach und sagte, junger Mann, ohne Krawatte werden Sie hier nichts. Wo er nach seiner Einstellung ein langes, freundliches Gespräch mit Ministerpräsident Stoiber hatte, wo es auch gar nicht um konkrete Themen ging, aber wo allein durch das Interesse des Ministerpräsidenten sozusagen signalisiert wurde, wir haben dich im Blick, mach lieber was Vernünftiges. Aus seiner Zeit beim Deutschlandfunk als Chef vom Dienst, wo er sehr gut bezahlt war und das er dann doch wieder verlassen hat, weil es ihm dazu verschlafen war, denn der Deutschlandfunk hat auch zum Beispiel verschlafen den Mauerfall. Da war gerade irgendwie jemand als eingeteilt, der das nicht so ernst genommen hat. Das war nichts für Markus. Ab 1993 war er dann wieder frei, freiberuflich und hat als freier Hessen-Korrespondent des Bayerischen Rundfunks die ganze ARD mit Börsen- und Wirtschaftsthemen aus Frankfurt versorgt. Aber auch das war Markus nicht genug. Er nahm kurzerhand einen Existenzgründungskredit auf und beantragte das Ende der 90er Jahre und wollte sich als freier Wirtschaftskorrespondent in Asien selbstständig machen. Bei den Öffentlich-Rechtlichen, die keinen einzigen Wirtschaftskorrespondenten in Asien hatten, bei heute 8 Milliarden Budget muss man ja auch schauen, wo man die journalistischen Schwerpunkte setzt, hat man sich darüber mokiert, wir brauchen das nicht. Und dann ist er rüber mit Familie, übrigens auch diese ganzen Stationen des Lebens hat er ja mit Marie-Claire zusammen durchlebt und Marie-Claire hat, das hat er mir oft genug erzählt, hat immer zu ihm gestanden, immer hinter ihm gestanden und es war ja ein aufregendes Leben. Es war Kuala Lumpur, es war Hessen, es war Kanada, es war China. Und du hast ihn immer gestützt und sonst hätte er auch nicht das schaffen können, was er geschafft hat. Und das hat er mir oft genug gesagt. So, und dann ist er nach Asien oder ihr seid nach Asien und dann kam die Asienkrise. Und auf einmal war ein gefragter Mann, hat 20, 30 Beiträge am Tag produziert zum Teil und war erstmal saniert. Das liegt mir jetzt nicht vor, ich zitiere es aber aus dem Kopf oder ich berichte daraus aus dem Kopf. Und dann ist Markus nach Kuala Lumpur gegangen und von da aus nach Peking, wo er 6 Jahre lang das Pekinger Büro mit aufgebaut hat. Und das Arbeitszeugnis des Handelsblattes, das ist wirklich einzigartig. Also er hat die Erwartungen weit übertroffen. Er war bei Interviewpartnern, bei Geschäftspartnern, bei
Mitarbeitern beliebt hat, junge Mitarbeiter eingeführt, hat sie in den journalistischen Beruf eingeführt. Also er hat nachhaltig zum führenden Rang des Handelsblattes in der China- und Asien-Berichterstattung beigetragen, das Fazit des Handelsblattes. Und das ist schon natürlich eine gigantische Leistung. Nach 6 Jahren war es dann genug. Die Masse Menschen in China, die ist dann irgendwann für einen nicht voll akklimatisierten vielleicht doch zu viel. Also 6 Jahre, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich habe noch nicht in China gelebt. Und dann ging es nach Vancouver, wo Markus als freier Journalist weiter für das Handelsblatt, aber auch für das Manager-Magazin und andere berichtet hat. In China hat er zum Beispiel auch mal Schlagzeilen gemacht, wenn auch versteckt, weil ein Taxifahrer ihm erzählte, ja, der Flugzeugträger, den wir da von der Ukraine gekauft haben, der angeblich ein Spielcasino werden soll und umgebaut. Nee, den bauen wir ganz anders um. In 2 Jahren rollt er da und da vom Stapel und ist ein Kriegsschiff. Und so war es dann auch. Und hat auch bei den Botschaften Wellen geschlagen. Im Jahr 2014 war es dann an der Zeit, nach Deutschland zurückzukehren, der Kinder willen, wie Markus mir sagte. Und hier geht der zweite Dank des Tages an Jochen Kopp, der es Markus und seiner Familie ermöglichte, als Redakteur Social Media nach Deutschland zurückzukehren. Vielen Dank. In der Zeit bei Kopp baute Markus die Social Media Webseite mit auf oder auf, verantwortlich. Er schrieb 3 Bücher, 2015 den Drachensturm, 2016 ein Buch mit einem Titel, der kurz danach negativ geframed wurde, da ging es noch gerade, der Titel heißt Lügenpresse. Ja, ich meine, was man alles an Begriffen hat, Markus war da immer seiner Zeit ein Stück voraus und diese Begriffe, wenn sie dann gefährlich werden, werden sie eben gebrandmarkt, wie auch das Querdenken zum Beispiel. 2018 dann das Buch Das Ende der Herrlichkeit. Und heute erleben wir das. Heute erleben wir das und im Herbst, da sind wir uns viele hier einig, im Herbst kommt sicherlich viel Unschönes auf uns zu, vielleicht ein ganz böses Erwachen. Jedes Mal war Markus seiner Zeit voraus. Markus' großer Erfolg als Podcaster und Magazinherausgeber von Politik Spezial kam also nicht von ungefähr. Er war ein Journalist, der durch alle Höhen und Tiefen des Journalistenlebens gegangen war. Ein Mann mit hohen und unkompromittierbaren Ansprüchen an seine journalistische Arbeit und ein Mann mit einem außerordentlich großen inneren Antrieb, etwas aufzuklären, etwas zu bewegen. Wir trafen uns vor etwa 4 Jahren, 2018, bei uns in der Eifel. Einige Jahre zuvor war mir die Bedeutung der sogenannten sozialen Medien, die man manchmal vielleicht auch als asoziale Medien bezeichnen könnte, so richtig bewusst geworden. Hier wollte ich etwas tun, etwas ausprobieren. Wir hatten bereits seinen YouTube-Kanal. Markus und ich waren uns schnell einig, diesen Kanal auszubauen. Zunächst als rein experimentelles Projekt. Wir wollten in die Gesellschaft hineinwirken. Es war also kein Geschäft zunächst einmal. Und so ist es bis heute. So konnte ich die politische Berichterstattung bzw. die entsprechenden Kommentare in gute Hände geben und mich weiter um meine anderen Projekte kümmern. Markus fing zunächst mit einer halben Stelle an, arbeitete aber von Anfang an für 2. Die positiven Rückmeldungen bestätigten uns weiterzumachen und nach 2 Jahren starteten wir dann das Politikmagazin zum Kanal, um eine tragfähige Basis für Videoproduktionen und Interviews und die Produktionsteams und die freien Redakteure zu haben. Und natürlich war die halbe Stelle mittlerweile zur ganzen Stelle geworden. Mit mittlerweile 182.000 Abonnenten im YouTube-Kanal und mehreren tausend Magazinabonnenten und Unterstützern ist der Kanal zu einer Institution in Deutschland und darüber hinaus geworden. So hast du, Markus, in kurzer Zeit etwas Bleibendes geschaffen. Du wirst uns fehlen. Hier ist übrigens noch ein Kondolenzbuch von weiteren Zuschriften, die uns erreichten. Das werde ich dir gleich überreichen, Marie-Claire. Du wirst uns fehlen. Deine Stimme, deine Kommentare, deine ruhige Art, dein Engagement sind nicht zu ersetzen. Aber ich kann dir hier sagen, deine Arbeit wird weitergehen. Du wirst weiter durch das, was du angefangen hast, wirken. Das hättest du auch so gewollt. Und Marie-Claire sagte mir, dass du das ganz bestimmt so gewollt hättest.
Die Situation von Gesellschaft und internationaler Politik ist wirklich zum Verzweifeln oder auch zum Verrücktwerden. Man könnte durchdrehen. Nie war unser Land gespaltener als heute. Teuer erkämpfte Freiheitsrechte wurden im Zuge von Covid einkassiert und an den Nagel gehängt. Politische unliebsame Gruppen und Meinungen werden diffamiert, zensiert, teilweise offen verfolgt. So gab es Hausdurchsuchungen bei Richtern und anerkannten Medizinern. Viele Menschen wurde die Existenzgrundlage entzogen. Du, Markus, hast unerschrocken weitergekämpft. Vielleicht hat dich aber auch die zunehmende Zensur und Einschränkung der Meinungsfreiheit in unserem Land mehr beschäftigt, als du gezeigt hast. Auch Politik Spezial wurde von YouTube zensiert und in der Reichweite eingeschränkt. Einige Gerichtsprozesse haben wir geführt und gewonnen, auch dank eines bekannten Medienanwalts, aber es war und ist ein ungleicher Kampf. Lieber Markus, es war schön, dass wir deinen 60. Geburtstag noch angemessen im Kreise von Familie, Kollegen, Mitstreitern begehen konnten. Sogar ein Video davon gibt es im Netz. So sind wir nun hier zusammen, um dich zu würdigen, dich zu ehren, um deinen Tod zu betrauern und Abschied von dir zu nehmen. Aber nicht nur. Wir sind auch hier, und das ist auch der Wunsch von Marie-Claire, um uns zu vernetzen, um in einer zunehmend unmenschlichen Gesellschaft eine menschliche Gegenkraft zu sein. Wir wollen dein Werk fortwirken lassen, fortführen, jeder auf seine Weise. Sich vernetzen, miteinander sprechen, Erfahrungen und Erlebnisse austauschen, den Kampf fortsetzen. Das hättest du gewollt und das will auch deine liebe Frau. Lieber Markus, du hast einen bleibenden Eindruck hinterlassen als Ehemann, Vater, Kollege, Mensch, unermüdlicher, menschlicher und unbestechlicher Journalist. Du wirst uns Inspiration und Maßstab bleiben. Ich wünsche dir eine gute Reise und bete, dass der Herr dich gnädig aufnehmen möge.